Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von QSOFU hilft. Wir haben wieder eure Fragen zum Thema IT, zum Thema Technik. Und heute hat uns die Frage von Michael erreicht. Michael fragt uns, wie man denn Programme in zwei Betriebssystemen gleichzeitig nutzen kann oder von zwei Betriebssystemen gleichzeitig. Er hat das Problem, er hat einen PC mit zwei Festplatten, einmal Windows 10 installiert, einmal Windows Vista, warum er auch immer Windows Vista braucht. Und er möchte dann einfach von Windows 10 auch auf die Applikationen von Windows Vista zugreifen. Das Ganze ist leider Gottes nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, denn das Problem ist, wenn Programme installiert werden, die machen Registry-Einträge, es werden Dienste installiert, es werden DLLs in Windows-Verzeichnisse kopiert. Das heißt also, man kann nicht allein durch das Öffnen der Exe-Datei aus dem Ordner heraus die Applikation so starten, wie sie auf dem anderen Rechner ist. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt Lösungen, wie man sowas umgehen kann, wie man bei manchen Applikationen zumindest das Ganze so machen kann, dass man eben auch unter Windows 10 zum Beispiel von Windows Vista die Applikation nutzen kann. Mein erster Tipp ist Portable Apps. Das ist eine Website, da gibt es sehr viele Programme, also so die gängigen, sag ich mal, Mozilla, Firefox, Chrome, Thunderbird, was man eben so braucht. Also auch GIMP sehe ich hier, Fotofilter. Das sind alle so Applikationen, das sind einige hundert Applikationen, die es da gibt. Und die Besonderheit ist, die sind so gebaut, dass sie eben nur einen Ordner brauchen. Das heißt also, wer diese Applikation nutzt, der hat einfach nur ein Verzeichnis, einen Ordner, da liegt alles drin und dieses Verzeichnis muss man halt verfügbar machen. Das kann man jetzt auf eine zweite Festplatte packen, das kann man auf einen USB-Stick packen oder das kann man sogar in ein Cloud-Laufwerk packen und dieses Cloud-Laufwerk kann man dann von beiden PCs nutzbar machen. Ich habe sowas für ein paar Applikationen am Laufen, also ich habe zum Beispiel so ein Remote-Tool, mit dem ich, klar, als Sys-Admin muss man sich auf sehr viele Server verbinden und da habe ich eben so ein Management-Tool und das habe ich zum Beispiel auch in meiner Cloud liegen oder ich habe einen Firefox auch in meiner Cloud liegen oder ich könnte mir auch so einen, so einen Passwort-Manager oder sowas reinlegen und das ist auch so eine Portable-App. Und das ist einfach die Empfehlung, guck mal, welche Applikationen, wie gesagt, Firefox oder so ist kein Problem, das kann man darüber machen. Man kann aber auch den Firefox synchronisieren, das ist jetzt bei Firefox halt eine Spezialität oder auch beim Chrome. Aber wer das aus Sicherheitsbedenken oder aus Datenschutzbedenken nicht machen möchte, weil man weiß halt auch nicht, wo die Server so wirklich stehen, dann sollte man auf jeden Fall diesen Weg wählen mit den Portable Apps. Man sollte sich allerdings dessen bewusst sein, dass man anders als bei der Synchronisation, zum Beispiel beim Browser jetzt, diese Browser nicht auf mehreren Rechnern ausführen kann gleichzeitig. Also es geht immer nur auf einem Rechner, weil eben die Dateien ja im Zugriff sind. Dessen muss man sich da bewusst sein, aber Portable Apps auf jeden Fall ein Tipp, guck da mal nach. Auch wenn es jetzt direkt nicht geht mit der Lösung, aber vielleicht kannst du das eine oder andere dann auch darüber abbilden. Ja, die andere Lösung ist einfach aus der Windows Vista Maschine eine virtuelle Maschine zu machen und die unter Windows 10 zu betreiben. Das kann man zum Beispiel machen auch mit VirtualBox, da haben wir erst die Frage geklärt, was ist gut, wer sollte VirtualBox nutzen, wer die VMware Workstation. Und man kann das mit VirtualBox machen, man kann das auch mit Microsofts Hyper-V machen, der ist ja auch bei Windows 10 Pro mit dabei und dazu haben wir schon ein Video gemacht, also wie man einen physikalischen PC unter Hyper-V virtualisiert. Dieses Tutorial, das zeigt zwar die Vorgehensweise für Hyper-V, aber man kann das auch zum Beispiel für VirtualBox verwenden. Für VMware gibt es ein extra Tool, das nennt sich VMware Converter, den werden wir auch nochmal in einem separaten Video zeigen. Das Tool ist kostenlos und man kann auch mit dem VMware Converter einen PC als virtuelle Maschine abbilden. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, du möchtest es möglichst kostengünstig machen, also dann einmal mit VirtualBox, da empfehle ich dir unser Video zu VirtualBox und dann natürlich dieses Tool Disk2VHD, mit dem kann man dann das Ganze unter VirtualBox virtualisieren und kann dann Windows Vista da drin betreiben. Und du hast auch nicht immer diesen Reboot, um ins andere Betriebssystem zu wechseln. Das ist auch ein Vorteil und du hast halt wirklich deine komplette Windows Vista Umgebung dann als virtuelle Maschine unter Windows 10.
Kleiner Fact am Rande: Windows Vista läuft mit dem Support, also auch mit dem Update-Support für Sicherheitsupdates langsam ab. Man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, die Applikation auch unter Windows 10 zu bringen. Wenn du natürlich keinen Internetzugriff benötigst für diese Programme, dann kannst du natürlich auch Windows Vista weiterhin nutzen in der virtuellen Maschine und halt einfach die Netzwerkverbindung trennen. Dann ist das Ganze auch in Ordnung, dann kann man das auch noch ein bisschen betreiben. Gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage ganz gut beantworten. Falls ihr eine Frage an uns habt, an unsere Redaktion, dann schickt doch einfach eine Mail an redaktion@kursofu.com oder ihr postet es einfach in unsere Community. Das wird jetzt in letzter Zeit dann doch mal genutzt und wir gucken uns die Fragen an. Entweder wir können das Ganze schon vorab klären und können euch da schon beantworten oder wir machen es eben mit einem Video oder beides, je nachdem, was für eine Frage das ist, wie komplex die ist, und stellt die uns einfach und wir gucken mal, was wir daraus machen können. Wir können natürlich nicht immer alles zu 100% beantworten, manches müssen wir vielleicht auch passen, aber wir versuchen mal, und ich sag mal so, die Beantwortungsrate liegt derzeit noch sehr hoch, kommt natürlich auch immer auf die Fragen drauf an. Gut, am Ende möchte ich trotzdem nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wir haben ja immer noch die CT Desinfect 2016 im Giveaway, wer das nicht mitbekommen hat. Das ist eine Antivirus-Boot-CD, die verlosen wir aktuell. 5 Exemplare, die liegen auch schon hier. Also die habe ich jetzt hier auch im Karton bekommen vom Heise-Shop. Und die gehen an euch raus, plus ein Kurs-OFU-Schlüsselband. Alles, was ihr machen müsst, ist einfach eine E-Mail wieder an redaktion@kursofu schicken oder eine Privatnachricht an uns und schickt uns einfach eure, ja, Lieblings-YouTuber und vorzugsweise kleine YouTuber. Das hat den Hintergrund, wir gucken uns die Kanäle an und wenn uns die Kanäle zusagen, wir sagen, Mensch, das ist empfehlenswert, dann werden wir das auch mal in einem Webtipp mitverarbeiten. Und das sind sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich meine, wir sind ja hier ganz ehrlich und transparent zu euch. Also die Vorschläge, die werden natürlich für den Webtipp mit berücksichtigt. Und ja, schickt uns die einfach an diese Adresse und schickt uns auch natürlich, wie ihr uns gefunden habt. Das interessiert uns auch immer. Wie seid ihr auf Kurs-OFU aufmerksam geworden? Und das alles in die Mail rein und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil oder eben in die PM mit rein, an die Privatmessage über YouTube, und dann werden wir euch auslosen. Das Ganze geht noch bis zum 17., das ist der Freitag, und dann werden wir das über das Wochenende alles, also werden die Leute kontaktieren und werden dann die Pakete soweit fertig machen und das Ganze losschicken. Gut, in diesem Sinne, schöne Woche euch noch, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs of U-Tech.